Wenn du uns morgen sagen kannst, was denn das Dickste, das Schönste und das Reichste ist im Leben, dann soll dir geholfen werden. Ich bin zwar nur der Bruder vom Hammerherrn, aber ein bisschen was zu sagen habe ich auch, oder? Ist nicht so. Sagen wir halt mal, Prost, Kretzau. Kretzau, wie nennst du mich denn? Kretzau. Ja, komm, jetzt eine kleine Einschnappt, heute ist mein Geburtstag. Ist das Leben nicht ergabe? Prost. Und zu dir, Faschingerin. Gott, die Zahn, wir sehen uns morgen wieder. Mit Verlaub, Amadeus, mir scheint der Alkohol raubt dir den letzten Rest vom Verstand. Was ist das für eine Marotte? Dem Pöbel ein Rätsel aufgeben? Das Dickste, das Schönste, das Reichste. Na, meine Herrschaft, weiß ob überhaupt jemand hier im Haus auch die Lösung? Also. Na, du bist doch immer so gescheit, Spotzel. Und fesch bist du auch. Also, was ist? Das Dickste, das Schönste, das Reichste? Fällt dir da nichts ein dazu? Ich denke, das ist ganz leicht. Also, das Dickste weit und breit, das sind die Sauen hier im Stall. Das Schönste, dreimal dürft ihr ran. Und das Reichste? Ja, der Reichste, lieber Helmhardt, der bist doch du. Respekt, Frau von Wallenstein. Kretzau oder Gefolzbar? Grüß Gott, die Herrschaften. Gnädige Frau. Ja, da ist sie schon wieder, unsere Hilfsbedürftige aus dem einfachen Volk. Na, haben wir uns was einfallen lassen? Genau, es gilt ein Rätsel zu lösen. Ah ja, genau. Ja, so ist es. Also lass. Höret, Faschingerin, was ist denn jetzt das Dickste? Ja, was wird das schon wohl sein? Die fruchtbare Erde. Oder kennen Sie was Dickeres, gnä Frau? Na, der Frau von Weidelstein ist schnell was dick. Gell, Grätzer? Aber die fruchtbare Erde, die wird dir nicht einfallen. Ach, geh halt doch nur den Mund. Aber recht hat sie. Und was ist das Schönste? Das Schönste ist ja freilich das Frühjahr, wenn rundum im Tal alles bliert und gedeiht. Gibt's denn was Schöneres? Also jetzt enttäuscht sie mich, die Faschingerin. Ein bisschen charmanter hätte es schon eingehen auf die heimischen Rosen. Also mir wird ja viel Schönes einfallen, wenn ich mir die Frau von Weidelstein so anschaue. Aber die Welt, die im Schatten von einem anderen dahin. Und nun zum dritten, Helmhardt. Wir wollen jetzt beide wissen, gell? Was ist jetzt denn das Reichste? Das Reichste ist der Herbst. Wenn man all dies, was über das Jahr zugewachsen ist, als Ernte einbringen kann. Wenn sich die Bäume biegen unter der Last von den Äpfeln und Birnen. Wenn rundum alles blau ist, blau voller Zwetschgen. Wenn im Wald die Schwammerl stehen, wenn man die reifen Beeren abrucken kann. Gibt's denn einen größeren Reichtum als die Fruchtbarkeit? Hört, nicht schlecht gesprochen für die Frau von einem einfachen Sensenknecht. Frau von Weidelstein, kann man was sagen gegen die Fruchtbarkeit? Willi, er hat nur mit diesem Rätsel angefangen, zu. Respekt, gut gesagt. Nur eins möchte ich noch wissen. Wie kommt eine, so sagen wir, schlichte Person auf solche Antworten? Das sind noch nicht die Worte, die der Frau von Sensenknecht auf der Zunge liegen. Also, wer hat ihr diese Lösungen verraten? Ich gebe es ja ganz offen und ehrlich zu. Es war unsere Tochter, die Zilli. Die hat gar nicht lange überlegen müssen. Frei von der Leber weg hat sie es gewusst. Wie bitte? Die Tochter? Ja, die Zilli. Nicht blöd. Gar nicht blöd. Die weiß, woraus auf Leben ankommt. Ja, schaut so aus. Hörst du, Faschingerin? Du kriegst alles, was ihr braucht. Den Doktor übernehmen wir. Und niemand sollte mir leiden. Das sorge ich dafür.